Hallo und guten Tag, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es um das Thema Daniel 9 und zwar insbesondere in Bezug auf die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus durch die Römer. Die große Frage ist nämlich die, ob Daniel 9 das meinte oder nicht, aufgrund dessen, was wir wissen über die Wiedergeburt Jerusalems und auch aufgrund dessen, was uns Daniel 9 sagt, wollen wir den Text nochmal neu anschauen. Ich wünsche viel Gewinn beim Zuschauen. Ja, dann beginnen wir mal unsere Skizze. Daniel sagt, dass 70 Jahrwochen verhängt sind über Jerusalem, über dein Volk und über deine heilige Stadt, so sagt der Engel zum Daniel. Und diese 70. Jahrwoche, die ist unterteilt in einmal sieben Jahrwochen, einmal 62 Jahrwochen und nochmal hier hinten eine letzte Jahrwoche. Bisher war es so, dass man diese beiden Jahrwochen immer zusammen gesehen hat. Und diese Jahrwoche, die wurde allgemein etwas davon abgerückt, weil dazwischen die Gemeindezeit liegt, sodass die bisherige Sichtweise so war. So, das waren die ersten 69 Jahrwochen. Da hat man diese sieben Jahrwochen und diese 62 Jahrwochen hat man direkt hintereinander gesehen. Die gingen dann bis zur Geburt oder bis zur Kreuzigung Jesu. Und dann hat man hier die Gemeindezeit eingesetzt. Ja, da weiß man nicht genau, wie lang die Zeit ist. Man vermutet sehr stark 2000 Jahre. Und dann kommt hier hinten die letzte 70. Jahrwoche. Das wären ungefähr 2000 Jahre. Das wäre die Zeit der Gemeinde. Ich bin mittlerweile zu einer anderen Sicht gekommen, zu einer anderen Überzeugung. Ich glaube, dass man diese beiden Jahrwochen Fristen, diese sieben Jahrwochen und diese 62 Jahrwochen, anders berechnen muss. Hier war es so, dass man ausgegangen ist von Artaxerxes im Jahr 444 vor Christus. Und dann hat man diese 69 Jahrwochen, also 483 Jahre, hat man dann von 444 laufen lassen. Aber dann kommt man am Ende dieser Jahrwochen aufs Jahr 39 nach Christus. Aber im Jahr 39 nach Christus oder 38 nach Christus, wenn man hier von 445 vor Christus rechnet, da die Jahreszahl, die variiert, springt immer so um ein Jahr, dann kommt man auf das Jahr 38 nach Christus, wenn man hier 445 ansetzt. Aber das Problem dabei ist, im Jahr 39 nach Christus ist Christus nicht gestorben. Deswegen rechnet man das hin. Man rechnet dann diese 483 Jahre, die multipliziert man dann mit 360 Tagen. 360 Tage gibt 173.880 Tage und die teilt man dann wieder durch 365 Tage und dann kommt man aufs Jahr 32 nach Christus. Ja. So hat man dann praktisch diese Frist von 69 Jahrwochen auf 68 Jahrwochen und ein bisschen reduziert. Ja? Der Engel sprach aber von 69 Wochen, 7 Wochen und 62 Wochen, nicht von 68 Wochen. Also diese Rechnung, die ist falsch, macht auch keinen Sinn. Ist auch die Frage, warum rechnet man von Artaxerxes? Daniel sagt, zumindest sagt er, oder der Engel sagt zu dem Daniel, dass nach 7 Wochen ein Gesalbter, ein Fürst, ein Gesalbter kommt. Aber wenn man von diesem Datum hier aus rechnet und rechnet dann 49 Jahre weiter, dann kommt man ins Jahr 395 vor Christus.
Aber da war kein Gesalbter, der gekommen wäre. Also diese Rechnung, die funktioniert allein schon deswegen nicht. Hier wird immer angenommen, nach 49 Jahren wäre dann Jerusalem gebaut. Das ist aber Unsinn. Der Engel sagt das an keiner Stelle. Die Aussage ist die, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Und dann sagt der Engel, vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut würde, bis auf einen Fürsten, den Gesalbten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Ich bin mittlerweile einer ganz anderen Meinung, denn es gab auch noch einen Darius, ja, der ein Edikt gegeben hat, und ein bisschen früher gab es auch noch mal den Kyros. Der hat ein Edikt gegeben, der Kyros, der Darius hat ein Edikt gegeben und der Artaxerxes. Aber diese Rechnung hier mit dieser komischen Umrechnung passt nur von Artaxerxes und deswegen verwendet man die auch. Aber der Engel sagt, vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem gebaut würde, bis auf einen Gesalbten sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Und Kyros, der war ein Gesalbter. Denn davon steht in Jesaja 44 und 45, dass Kyros ein Gesalbter war. Und wenn man diesen Kyros mal als Gesalbten annimmt und dann mal 49 Jahre oder 7 Jahrwochen nach vorne rechnet, dann kommt man, und das kann ich jetzt nicht im Detail alles erklären, kommt in einem späteren Clip, dann kommt man in das Jahr 605 vor Christus. In dem Jahr wurde Jeremia 25 geschrieben, das Daniel in Daniel 9 gelesen hat und das der Engel Daniel auch erklärt. In Jeremia 25 sind drei Zeitangaben gemacht, wann dieses Kapitel geschrieben ist. Und zwar einmal im ersten Jahr vom Nebukadnezar. Das heißt also ein heidnischer König und dessen Regierungszeit wird angegeben, wann dieses Jeremia 25 Kapitel geschrieben wurde. Dann die Regierungszeit eines israelischen Königs und die Dienstzeit von Jeremia selber. Also drei Zeitangaben in Jeremia 25, die aufs Jahr 605 vor Christus deuten. Und wenn man von dort aus 7 Jahrwochen rechnet, dann kommt man auf Kyros. Ja, da kommt ein Gesalbter. Und der Trick ist jetzt dabei, dass man nicht nur die ersten 7 Jahrwochen, sondern auch die anderen 62 Jahrwochen von 605 ausrechnet. Ja, das heißt, das wären hier die 62 Jahrwochen. Und auch die werden vom Jahr 605 ausgerechnet. Und dann kommt man ins Jahr 171 vor Christus. Und das war das Jahr, in dem wer auftrat? Antiochus Epiphanes. Das heißt, wenn man beide Fristen von 605 vor Christus ausrechnet, kommt man einmal auf Antiochus Epiphanes und einmal auf Kyros. Kyros war ein Gesalbter, Antiochus Epiphanes war ein Gesalbter. In der Endzeit kommen diese beiden Fürsten, die kommen wieder auf, denn es kommen Könige vom Euphrat, Kyros war ein Perserkönig, Könige vom Euphrat werden kommen. Und es wird ein endzeitlicher Antiochus Epiphanes kommen. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Diese beiden werden in der Endzeit sich in Harmageddon gegenüberstehen. Diese beiden werden das Land verwüsten, denn der Engel sagt in Daniel 9, bis zum Ende wird es wüst sein. Und diese beiden wurden in der Antike schon beschrieben. Die ganze Daniel-Prophetie gipfelt in Antiochos Epiphanes. Kyros wird in Jesaja 44 und 45 als ein Gesalbter gezeigt. Bei diesem Modell kann man sagen, vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut würde, Jeremia 25, bis auf einen Fürsten, einen Gesalbten, sind es 7 Wochen, das passt, und 62 Wochen, das passt auch. Und diese beiden, das sind die Exponenten für die Endzeit. Die kommen wieder, das meint der Engel in Daniel 9, wenn er Daniel dort Jeremia 25 auslegt. Ja, ist das Kapitel, was Jeremia gelesen hat. So muss man die Jahrwochen sehen. Ich habe das bisher auch ungeprüft übernommen. Ich habe dieses Modell immer gesehen. Ja, 7 Wochen und 62 macht 69 Wochen, dann geht das hier bis zur Geburt Christi. Dann habe ich mir das im Detail angeschaut. Diese Rechnung hier finde ich einen absoluten, wie sagt man dazu, Taschenspielertrick. Ja, man rechnet das irgendwie zurecht. Man hat dann auch keine 69 Wochen, sondern nur noch 68, weil man das hier unzulässig verkürzt.
Man rechnet von Artaxerxes, weil das Modell sonst überhaupt nicht passt, weil von Darius wird es nicht passen und von Kyros passt es auch nicht. Ja? Ich bin mittlerweile der Auffassung, man muss es von Kyros rechnen, von Jeremia 25 rechnen bis auf Kyros, 7 Wochen und 62 Wochen, dann kommt man auf Antiochos Epiphanes. Dann versteht man auch, warum der Engel 2 Fristen nennt. Der sagt ja nicht nach 69 Wochen. Ja, kommt ein Gesalbter, sondern der sagt nach 7 Wochen und nach 62 Wochen, also 2 Fristen für 2 Gesalbte, für 2 Fürsten, die kommen. Kyros war zu dieser Zeit noch Fürst, der wurde später erst König oder Oberkönig von Persien und Antiochos Epiphanes kam zunächst nur als Regent, nur als Fürst, wurde später erst dann zum König oder hat sich später zum König gemacht. Das würde bedeuten, wir haben hier 7 Jahrwochen, die gehen bis auf Kyros. Und wir haben hier 62 Jahrwochen, die gehen bis auf Antiochos Epiphanes. So, und unsere letzte 70. Jahrwoche, naja, die ist hier. Ja, dann haben wir 7 Wochen, 62 Wochen, da haben wir eine lange Zeit nichts. Und dann kommt irgendwann hier die letzte 70. Jahrwoche. Wann war die Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer? Hier. 70 nach Christus. Da wurde der Tempel zerstört. Davon soll Jesus in den Endzeitreden geredet haben. Aber wir sehen schon, diese Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 nach Christus liegt außerhalb der 70 Jahrwochen. Ja? Diese Zeit hier ist unbestimmt. Die ersten 62 Jahrwochen haben geendet bei Antiochos Epiphanes. Und dieser Endzeit-Antiochos, der wird hier wieder kommen. Ja? Das ist der Endzeit-Antiochos. Und diese Zeit hier, diese letzte 70. Jahrwoche, die müsste man eigentlich hier hinten dran hängen. Denn Antiochos selber hat auch 7 Jahre regiert. Ziemlich genau 7 Jahre. Und diese letzte 70. Jahrwoche, die könnte man hier drüber tun. Und nach 62 Wochen wurde der ausgerottet. Das ist das, wie wir es so im Moment sehen. Selbst wenn wir dieses alte Modell nehmen würden, was bislang ja üblich ist und was bislang so gerechnet wird, ja, dass man davon ausgeht, dass diese 7 Jahrwochen, die 62 Jahrwochen direkt aneinander hängen, dann enden die im Jahr 32 nach Christus. Und diese letzte Jahrwoche, die verschiebt man ja hier nach hinten. Ja? Das heißt also, auch hier würde das enden und die Zerstörung des Tempels in Jerusalem würde auch in dem Modell außerhalb der Jahrwochenordnung liegen. Ja? Also eine Jahrwoche wären eigentlich 7 Jahre. Das ist jetzt hier nicht ganz maßstäblich, ja. Normalerweise wäre die Jahrwoche maßstäblich, würde die hier irgendwie enden, ja, so in dem kurzen Rahmen. Weil wenn diese letzte 70. Jahrwoche aufs Jahr 32, 33 nach Christus kommen würde, dann käme man dann hier ins Jahr 39 nach Christus und dann wären es immer noch 30 Jahre bis zur Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Also auch nach dem Modell, nach dem alten Modell, würde das nicht passen, dass man die Zerstörung des Tempels innerhalb dieser Phase sehen würde. Oder auch hier, wie wir sie hier angezeichnet haben. Ja, da sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Die 62. Jahrwoche, die hört hier auf. Und selbst wenn man die hier dranhängen würde, was überhaupt gar keinen Sinn macht, weil die Aussagen des Engels ja so sind, dass nach der letzten 70. Jahrwoche auch die Weissagung und Gesichter versiegelt werden sollen und eine ewige Gerechtigkeit gebracht wird und diese Verheißungen, die dann dort auch kommen, die sind ja im Jahr 39 nach Christus nicht eingetreten. Also diese letzte 70. Jahrwoche kommt noch und vor allem wird dann an Antiochos kommen und keine römische Linie. Was passiert hier? Was sehen wir hier? Was ist das eigentlich? Wir müssen eigentlich sagen, dass Gott seine Heilsgeschichte bei Antiochos Epiphanes hat enden lassen. Und diese ganze lange, lange Zeit wartet, bis in der Endzeit wieder Israel da ist und ein endzeitlicher Antiochos kommt. Hier war eigentlich schon Endzeit.
Und Gott wartet mit seinem Volk Israel. Gott hat so lange Geduld mit Israel, bis sogar die Römer hier schon kommen und hier den Tempel zerstören und die das Römische Reich sich immer weiter ausbreitet, ja? Irgendwann hier zusammenbricht und plötzlich antike Strukturen wieder auftauchen, damit diese Verbindung hier wieder hergestellt werden kann. Weil hier in der Endzeit kommt das, was hier schon mal war. Gott wartet mit großer Geduld auf sein Volk Israel, dass sie umkehren, dass sie Buße tun. Tun sie aber nicht und dann irgendwann nach diesen 170 Jahren schickt er dann seinen Sohn Jesus Christus, der in Jerusalem geboren wird, der König aller Könige in Bethlehem, der für uns auf Golgatha starb und dann die Zeit der Gemeinde anfing, die unbestimmt ist. Ja, und irgendwann in der Endzeit wird meiner Meinung nach mit dem Datum der Wiedergeburt Jerusalem, das heißt, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann wird diese 70. Jahrwoche wieder beginnen. Dann kommt ein Antiochus, der wird ab der Mitte der Jahrwoche, wird der 42 Monate herrschen. Ja, der macht zwar einen Bund über 7 Jahre, aber diesen Bund macht er in Schwachheit, denn er ist ja am Anfang ein kleines Horn. Und er muss diesen Bund mit dem Norden Israels schließen. Ja, er macht einen Bund mit den vielen. Er muss diesen Bund eingehen aus eigener politischer Schwäche. Aber in der Mitte der Jahrwoche werden die Jerusalem erobern. Dann wird dieser Endzeitherrscher, dieses Tier aus dem Meer, der aus Damaskus kommt, der ein endzeitlicher Antiochos ist, der wird in Jerusalem dann zum Messias, zum Erlöser, zum Befreier, zum Mashiach ben David, gekürt werden von den Juden und wird dann 42 Monate seine Schreckensherrschaft im Nahen Osten haben und am Ende bei der Belagerung des werten Heiligen Berges ein Ende finden. Das ist das, wie ich es heute sehe. Ich bin, wie gesagt, ungeprüft von dieser bzw. von dieser Art der Berechnung ausgegangen. Nachdem ich mich dann näher mit beschäftigt habe, kann ich nicht umhin, beide Fristen, also die ersten 7 Jahrwochen und die 62 Jahrwochen von Jeremia 25 auszurechnen. Da gibt es ein langes Clip drüber, das überfordert vielleicht jetzt auch den einen oder anderen, aber ich habe das gerne nochmal so zeigen wollen und auch ein Stück weit korrigieren wollen. Es ändert nichts daran, dass Daniel von Antiochus Epiphanes in Daniel 9 von diesem Fürsten, der kommen soll, hier rüber springt in die Endzeit zu diesem endzeitlichen Antiochus, der dann noch kommen wird. Also so mal in ganz aller Kürze meine Sichtweise. Ich danke fürs Einschalten, wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald.